Ja moin, wir schauen uns heute mal den Strausberger Platz in Berlin an. Für mich persönlich einer der gefährlichsten Kreuzungspunkte in Berlin, ich habe auch dazu einige Szenen nach dem Intro. Für Nicht-Berliner, dieser liegt im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg an der Grenze zu Mitte. Dort kreuzen sich zwei Straßen mit jeweils drei Fahrbahnen und einem getrennten Radweg. Durch die bauliche Beschaffenheit passieren dort regelmäßig gefährliche Situationen. Selbst Ampeln werden nachts nicht wahrgenommen. Die meisten Vorkommnisse, die ich aufgezeichnet habe, sind im südlichen, hier als A, und im nördlichen Kreuzungsbereich als B passiert. Die Kennzeichnungen kommen auch später nochmal in den Videos, damit ihr das zuordnen könnt. Genug gelabert, los geht's! Schwer zu erkennen, der Lieferbote auf dem Fahrrad hatte noch grün. Deswegen hier gleich nochmal als Zeitlupe. Ja, die Radfahrer fahren hier alle bei Rot. Das dürfen sie nicht. Was mich aber wundert, dass das Fahrzeug, was wartet, einfach losfährt, obwohl die Ampel noch rot ist. Und im anderen Fahrzeug symbolisiert, ich roll schon, die anderen sind halt ein bisschen weitergerollt. Angeblich sollen dieses Jahr noch Umbaumaßnahmen starten. Davon ist aber bisher wenig zu sehen, beziehungsweise finden sich auch keine Informationen irgendwo im Internet. Irgendwie angehalten und aber auch irgendwie nicht. Das hier war super knapp. Ich zeige euch die Szene einmal so und dann gleich noch einmal reingezoomt. Es wäre besonders wichtig, die Ampeln deutlicher hervorzuheben, gegebenenfalls durch eine weiße Umrandung, sowie die Radwege entsprechend vielleicht einzufärben und auch die Haltelinie vielleicht nochmal deutlicher zu machen. Und jetzt wird die Ampel rot. Hatten wir eben ja schon mal das gleiche Phänomen. Die fette Haltlinie übersehen. Ohne zu gucken, fahre ich hier nicht mehr los. Eigene Aussage vermutlich, das war noch dunkelgrün. Wir achten mal links auf den Leihwagen. Den sehen wir gleich wieder. Da ist er wieder. So, jetzt kommen wir vermutlich zu den drei krassesten Aufnahmen. Wo einer ist, sind manchmal auch zwei. Tatsächlich habe ich den bei der Polizei angezeigt. Das war mir einfach viel zu knapp dieses Mal. Und ich sag mal so, letztes Jahr im April habe ich nochmal ein zweites Mal Geburtstag gefeiert, weil ich geguckt habe. Das war gestört knapp. Ich hoffe, das Special hat euch gefallen. Kommentiert gerne, was eure knappste Situation im Straßenverkehr war. Lasst ein Abo da. Und noch zufällige zwei Videos, die euch YouTube vorschlägt.